Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 10 von Oceanhorn, Monster of the Uncharted Seas. Und so in den Bann hat mich ein Spiel schon lange nicht mehr gezogen, muss ich sagen. Macht echt richtig Bock, auch wenn ich nicht immer weiß, was ich da so treibe. Aha, Haus von Rigger und Boldwing. Das war wohl sein Bruder oder was? Nehme ich mal an, keine Ahnung. Jetzt kann ich da nach oben. Ist das jetzt oben in der Bude und könnt da per Leiter dann runter? Ja, genau. Also ist jetzt nichts Besonderes hier. Das haben wir ja im letzten Part gesehen. Diese Leiter, die nach oben führt, wo ich mich nicht getraut habe, nach oben zu gehen, weil ich nichts verpassen wollte und was weiß ich. Ja, war natürlich wieder schwachsinnig. Aber ich kann jetzt nicht irgendwas erkennen hier, was ich zwingend irgendwie bräuchte und mitnehmen muss. Und keine Ahnung, ja, ich kann mal wieder nach unten gehen. Sind die Ratten jetzt wieder da? Waren da überhaupt Ratten? Doch, da war doch eine Ratte, oder? Die da irgendwie blöd gemacht haben. Jo, naja, gut, alles klar. Gut, es gibt hier noch diese geheimen Erfolge oder geheimen Quests, sag ich mal, wo ich nicht weiß, wie die angezeigt werden auf den allgemeinen Inseln. Zählt das jetzt hier zu der Insel? Ne, zählt noch zu Welklanden, oder? Jo. Nehme ich doch mal stark an. 45% haben wir hier erledigt. Ja, als wir da auf diesen anderen Inseln, auf dieser Sandbank und so unterwegs waren, da habe ich ja das nicht angezeigt bekommen. Aber da konnte ich zum Beispiel diesen Super-Move da machen. Hier, der Drehmann. Den hier. Und da habe ich ja auch irgendwie da Erfahrungspunkte und so dafür bekommen. So, hier könnte man noch vorbei. Da könnte ich mir die Gräber hier mal ansehen. Ich denke, da haben wir hier alles gesehen. Ich sehe jetzt mal hier nicht noch irgendwas besonders. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden. Boldwing. Und hier. Text zu verwittert, um ihn zu lesen zu können. Oh, Alter, was habe ich denn da schon wieder gelesen? Text zu vertwittern. Das Schwede. Da haben wir hier alles gesehen. Wisst jetzt nicht, was hier noch sein soll. Es lädt irgendwie so ein, dass hier noch irgendwas sein könnte. Ist es vielleicht auch. Vielleicht sehen wir es ja. Ne, da hinten habe ich mich ja auch umgesehen, oder? Da war ich doch. Ne, da war ich nicht. Okay. Aber bringt mir trotzdem nichts. Ne, überhaupt nicht. Ich irgendwo runterjumpen. Ne, es wird auch nichts bringen. Na gut, alles klar. Weiter geht's. Hier könnte ich vielleicht noch um den Block rumgehen. Hier hinten dran. Das sind ja immer ganz gerne mal Verstecke in so Videospielen. So, bam, laufen wir weiter. Im Vollsprint. Mal gucken, was er meint, unser Rigger. Willst du noch was sagen? Geh zum großen Wald. Geh zum großen Wald, dort findest du das Emblem der Erde. Jo, mach mal. Aber währenddessen werfe ich nur irgendwelche Felsblöcke durch die Gegend. Ja, aber dann kann ich nur noch diesen Shortcut sozusagen auslösen, den wir ja dann gemacht hatten im letzten Part. Ich schwimme jetzt einfach mal sinnlos hier raus. Und sterbe. Jo. Ich habe gedacht, dass es vielleicht irgendwas bringt, dass man vielleicht mal irgendwas sieht am Horizont, wo ich irgendwie hinschwimmen könnte. Vielleicht gibt es auch irgendwann eine Fähigkeit, dass ich länger schwimmen kann, besser schwimmen kann, super geil schwimmen kann, was weiß ich. So, hier könnte man irgendwie auch drüber jumpen oder was. Wie komme ich zu den Monstern da hinten? Das ist ja echt die Frage. Hier laufen ja noch etliche Monster rum. Da muss ich doch irgendwie noch hinkommen. Das kann doch nicht wahr sein. Oder komme ich da irgendwie raus irgendwo? Wie gesagt, das hier haben wir dann gesehen. Da bin ich hier durchgebrettert, habe diesen Zauber ausgelöst. Dass wir diesen Shortcut dann freigelegt hatten. Das sehen wir jetzt halt dann kurz wieder. Und dann machen wir natürlich an neuer Stelle weiter. So. Hier könnte ich noch irgendwie... Ah, Moment mal. Na gut, ich komme hier... Komme ich hier rüber? Das ist die Frage jetzt, ne? Ich hätte so eine Idee. Ich mache das jetzt mal gerade. Ach, ne, kann sein, dass das nichts bringt. Ich schiebe jetzt einfach mal die Felsblöcke. Achso, das geht nicht. Ach, es ist zu... Oh, das ist so eine kleine Sandbank. Okay, dann geht's gar nicht. Ich wollte jetzt da hinschieben, um dann da irgendwie hochzukommen. Bäm. Bretter durch, Bretter durch. Ah, ne, gut, so geht's, ja. Klar, logisch. Ah, und hier war ich noch nie, oder? Oh, ne, das wirkt irgendwie alles so neu. Ist eigentlich nicht so schwer. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Ausgang oder was? Ah, hier ist der... Ah, und hier komme ich zum Herz, oder? Das ist die Stelle. Und hier wäre auch der Blutstein. Ah, Moment. Und jetzt kann ich da irgendwie ein Objekt da drauf liegen lassen. Bringt das was? Nö. Bringt das was?
Ein Loch, wo ich runterfallen kann, vielleicht, aber hier ist ein Herzstück. So, du hast ein Herzfragment gefunden. Hast du 4, erhältst du ein weiteres Herz. Juhu, bam. Wahnsinn. Immer abgehen. So, Fledermaus, fall runter. Apropos Fledermäuse, das ist bei uns immer ein Spektakel. Ich wohne ja jetzt hier so auf dem Ort und es ist echt richtig geil. Abends fliegen hier zwischen den Häusern echt die Fledermäuse entlang. Also ich finde es mega geil. Weiß nicht, wie ihr das seht. Für mich ist es echt super geil. Was, da verstehe ich jetzt nicht, wie man das Ding da hinten aktivieren soll. Ja gut, das wäre halt die andere Möglichkeit, wo ich jetzt entlang laufen könnte. Also wie gesagt, das Fledermaus-Spektakel, das gucke ich mir immer gern an. Bin ich immer voll begeistert irgendwie. Ja, meine Freundin kann das überhaupt nicht nachvollziehen, aber ja. Sind ja Frauen, ne? Das war ein Spaß. Was, 30 Gold? Das ist immer geil. Das ist nett. Das müssten wir mal öfter finden. Das wäre geil. Wir haben aber immer noch so wenig Gold eigentlich, in Anführungszeichen. Gut, ein ganzes Herz gibt es für 1000 zu kaufen und irgend so ein geheimes Objekt für 500. Das Mana erhöhen könnten wir auch noch kaufen, ich glaube für 150 oder sowas. Oh, wir werden unser Geld schon noch ausgeben. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir das alles da so freischalten. Das war der Kraftzaubermann, genau. Also Kraftzaubergrab. So, komm, Fledermaus. In echt kann ich euch ja super leiten, hier möchte ich EP. Ist doch alles relativ linear. Es ist so geil, wie man das Ding abknallt. Es ist absolut sinnfrei. Aber macht einfach so Bock. So, bam. Jo, Mana. Ist auch linear. Also war es doch. Ja gut, es war noch wichtig, wie im Herzteil hier vorbeizugucken. Auf jeden Fall. Dass wir das noch gesehen haben. Und jetzt wissen, wo es halt noch einen Blutstein gibt. Ja gut, das werde ich eh wieder vergessen. So, dann gab es hier ja die Möglichkeit, noch runterzufallen. Ich glaube, das war dann nicht mehr so wichtig. Und dann müssten wir eigentlich hier alles gemacht haben. Und jetzt müssen wir da zu diesen Inseln da. 55% ist hier fertig in den Weltlanden. Oh. War hier noch irgendwas, was ich mal angucken wollte? Ich glaube nicht, oder? Jetzt müssten wir eigentlich nur noch wegreisen. Weg von hier, schnell. Ah, hier ist ja schon. Ist ja schon der Ausgang, sehr schön. Machen wir dann mal, na, reisen wir mal weiter zu den Wäldern oder so. Unerforschte Meere, 14% fertig. So, bam, großer Wald, auf geht's. Und noch ein bisschen rumballern. Ein schöner Tag, komm sag's, roter Himmel bei Nacht. Und der Seemann, was? Jo, ist mir egal, bam. Alter, ist das so geil. Da, die Vase will ich zerschießen. Geht natürlich nicht, ne, klar. Jo, wir sind der Held der Welt. Wenn wir da rumlaufen und alles wegballern. Herz von Pirta. Geheime Schwertkunst. Setze den Geschickangriff erstmal ein. The great forest once ah, der große Wald erschreckt sich einst über das ganzen Kontinent Pirta. Doch heute ist nur noch diese kleine Insel übrig. Tief in ihrem Innern liegt der Waldschrein, eine heilige Stätte der Ovrus. Ah, und jetzt habe ich das auch gerafft. Also auch da stimmt meine Theorie nicht ganz. Man kann irgendwelche Aufträge auch von anderen Inseln dann tatsächlich lösen. Da, geheime Schwertkunst habe ich dann gelöst. Deswegen habe ich hier schon 7%, aber auf einer anderen Insel. So, nutze Bombenarchäologe. Nutze Bomben 10-mal, um halt hier irgendwas zu öffnen. Und legendärer Gärtner, was ist das? Hebe den Fluch auf, der auf dem Waldschrein liegt. Jo, das werden wir wohl hinkriegen. So, ist hier auch wieder Flaschenpost, der mich auf irgendeine Insel führt. Ich bin weg, aber nicht fort. Ich muss mich kurz fassen. Finstere Kräfte wollen uns aufhalten. Nun bin ich vor dem seltsamen Boot in Acht. Black Hat. Jo, also der Schreddermann. Den holen wir uns noch. So, und jetzt haben wir wahrscheinlich unseren ersten richtigen Dungeon da vor uns, wenn ich das dann so richtig sehe und richtig deute. Und auch unseren ersten richtigen Bosskampf mit der Pflanze, auf die ich schon richtig Bock habe. So, dieser Wald ist nicht mehr sicher. Das ist nämlich ein geiles Schild. Einfach mal hier hingeballert. So. Und dann, wenn wir hier durch sind, dann denke ich, werden wir mal zum Shop gehen und uns die ersten Sachen da kaufen. Ich würde eigentlich ganz gerne am Anfang das geheime Ding da kaufen. Dieser Radarsender, was auch immer, Peilsender, der uns vielleicht dann irgendwo hinführt oder uns irgendwie das Spiel erleichtert und immer wieder zu Geheimnissen führt. Das wäre so eine Idee. Und der uns vielleicht auf dem Radar irgendwas hier unten anzeigt auf der Minimap. Ich weiß es ja auch nicht. Wäre so meine Idee hinter dem Ganzen. Dazu brauchen wir halt 500 Gold. Und ich glaube 500 war es, oder? War das auch bei 1000 das Ding?
Ich denke mal, wenn wir hier durch sind, dürften wir es eigentlich schaffen. So, aber 10 Wände hier nur auf der Insel einreißen, oder ist das dann auch gesamt gemeint? Keine Ahnung. Weiß ich ja auch nicht. So viele Wände habe ich doch gar nicht gesehen, die man da einreißen kann. Ist der hier einreißbar? Das sieht ja auch so zerbrechlich da unten aus. Als ob das so ein kleiner Durchgang wäre. Nö, natürlich nicht. Hier kann ich wahrscheinlich auch wieder rüber jumpen, wenn ich denn springen könnte, was ich nicht kann. Das ist eine geöffnete Truhe. Ernsthaft? Hä? Fragezeichen. Egal, weiter geht's. Wie gesagt, so mega genau muss man sich ja nicht umgucken zum ruhelosen Hain. Das ist jetzt der erste Dungeon, denke ich mal. Ruheloser Hain. Gespeichert, je. Jetzt können wir hier Gas geben. Und hier finden wir bestimmt den Bogen oder sowas. Wenn wir schon ein bisschen Zelda-typisch hier rumlaufen, müsste das eigentlich einen Bogen hier geben. Würde ich so tippen irgendwie. Was gab's da immer in den... Ja, eigentlich oft einen Bogen, Bumerang, sowas in der Richtung. War so die ersten Sachen, die man bekommen hat. Enderhaken vielleicht noch, aber ich glaube, das wird in dem Spiel hier wohl jetzt nicht drin sein. Nehme ich so an. So, komm her, du komischer Schleimblock. Und stirb. Sehr schön. Ein Zelda mit EPs. Wer hätte das mal gedacht? So, da kann ich irgendwie runterjumpen. Ja, das sieht so aus, als ob der Weg hier oben rechts, den ich jetzt nicht gegangen bin, genau hierhin wieder führt. Also es ist ein sekundärer Weg, den wir uns natürlich jetzt ansehen. Und da hinten ist doch was wegsprengbar, oder? Das sieht so nochmal... Oh, was weiß ich. So, keine Ahnung. Ich habe es immer noch nicht gerafft, was da wirklich wegsprengbar ist und was nicht. Ob das irgendwie deutlich gezeigt wird oder nicht. So, das ist jetzt dieser sekundäre Weg, den ich ansprach. Er sprach an. Einst. So, und das ist der Weg, wo ich dann so runterjumpen kann, genau. Was ich jetzt nicht mache, macht ja absolut gar keinen Sinn. Deswegen gucke ich mich hier noch um und hole mir hier die Kiste mit. Eine Mapkarte oder so. Ne, einen Schlüssel. Du hast einen einfachen Schlüssel gefunden. Das ist ja schon mal ein schöner Start. So, das hier sieht, warum auch immer, sprengbar aus. Wegen den Schmetterlingen vielleicht. Nö. Selbst die Schmetterlinge sind nicht sprengbar. Aber das hier, oder? Sieht auch so kaputt aus irgendwie. Hm, tatsächlich. Also hier kann man jetzt alles wegsprengen, oder was wollen sie mir jetzt hier erzählen? Hä? Merkwürdig, oder? Fragezeichen. Ich könnte jetzt die eine Wand wegsprengen, um dann nichts davon zu haben. Ist ja auch mal geil. Gut, dann jumpen wir doch hier runter. Also gut, klar, ich habe den Eisenschlüssel gefunden. Das war ja schon mal nicht ganz unwichtig. Aber macht das Ganze hier Laune. Ist echt so witzig. Ist echt gut gemacht, muss ich sagen. Was ist denn die ganze Zeit mit den komischen Viechern? Oh, die Dinger greifen mich an. Ich habe schon gedacht, die vergiften mich oder so. Sah gerade im ersten Moment so aus. Oh, laufen wir einfach mal weiter. Bist du wegsprengbar? Du siehst so aus. Spreng. Bumm, süß. Und da haben wir den Eisenschlüssel schon. Du befindest dich auf dem Pfad zum Waldschrein, der vom heiligen Emblem der Erde gesegnet wurde. Achso, da bin ich schon gar nicht. Hä, wo bin ich denn jetzt? Wie ist das Ding, wo ich gerade hier reingelaufen? Ach, der heilige Schrein oder sowas. Großer Wald. Oh, das zählt immer noch zum großen Wald. So, machen wir mal weiter. Hier kann ich irgendwas resetten. Irgendein Rätsel. Okay, dann schieben wir das mal hier drüber, würde ich so tippen. Was? Und hier, was kann ich hier machen? Okay, irgendwas wegsprengen oder eben auch... Ah, da ist eine Höhle. Nach unten, okay. Schiebe ich jetzt mal eins so da rein. Schiebe das zweite so drüber. Wow, Wahnsinn. Diding. Ich bin so schlau. Ich kann nicht mehr, ey, ohne Quatsch. So, jetzt hier könnte ich wieder zurücklaufen, was mir jetzt nicht so mega viel bringt. Außer dass ich hier irgendwelche Sachen rumwerfen kann. Auf mein geliebtes Radio, das speichert. Ja, hier muss ich einfach nur die Felswand drüber machen. Mach ich mal gerade. Moment, Jungs, ich habe keine Zeit für euch. Ich muss mal ganz kurz hier noch schieben, bevor ich das irgendwie gleich falsch mache. Und dann bin ich hier an der Stelle. Was hat mir das gebracht? Was sind das für komische Trittbretter? Keine Ahnung. Was mache ich hier überhaupt? Das macht aber Laune. Ah, jetzt haben wir das geöffnet. Irgendwie löse ich hier gerade eins nach dem anderen. Weiß nicht warum und wieso und wieso, weshalb und so schnell und keine Ahnung. Das sieht auch so sprengbar aus.
Nein, da will ich doch drüber. Ich will drüber. Was mache ich denn da? Und wollte ich wirklich drüber, ist die andere Frage. Ja, und jetzt komme ich hier wieder am Anfang raus, wenn ich da einen Bock drauf habe. Oder es gibt ein Reset, das kann ja auch sein. Oder ich muss halt irgendwann später drüber springen. Was weiß ich. Was weiß er schon? Die gute, gute Konso. Oh, ich treffe die Dinger da nie. Ne, Moment, Münzen brauche ich. So, 2-3 Minuten machen wir noch. Die Höhle dahin würde ich mir noch ganz gern angucken, die wir da auch freigelegt haben, da hinten. Achso, da müsste ich ja... Moment. Kann ich da entlang? Nö, kann ich nicht. Ich müsste das wegsprengen, um dann da hinten hinzukommen. Jo, machen wir mal. Ich will in die Höhle. Oh, die ganze Brücke weggesprengt. Das ist natürlich auch ein Argument. So, und runter geht's. Ab in die Höhle. Oh, die dann bei der Ogermann führt. Ogermann, stirb! Alter, ist doch so geil. Einfach alles wegspringen. So, gibt's hier einen Schlüssel oder so? 25 Münzen ist auch in Ordnung. Münzen sind nicht zu unterschätzen anscheinend in diesem Spiel. Auch wenn ich mal so rein theoretisch einfacher farmen könnte. Dauerhaft. So. Bringt das jetzt hier irgendwas? Jetzt bin ich hier wieder, genau, wo die Pflanze war. Jetzt geht's hier linear weiter. Okay. Bla, hier ging's weiter. Haben wir erledigt. Jetzt ist eigentlich nur noch wichtig der rechte Weg hier. Oh, jetzt habe ich das hier runtergeschoben. Moment, das schiebe ich wieder zurück. So, und jetzt kriegt ihr mal auf die Mappe. Komm her. Komm her. So, so sieht's aus. Und so sieht's aus. Genau. So, sehr schön. Radio ist an. Die Welt ist in Ordnung. So, dann konnte... Ja. Ich wollte gerade sagen, dann konnte ich hier rüber. Aber dann konnte ich nicht rüber. Ja, um das Rätsel hier zu lösen. Wahrscheinlich hauptsächlich, aber war da sonst noch irgendwas? Irgendwas, was mir EP bringt oder so? So, genau. Da haben wir das Ding hier aufgekloppt. Dass dann da weiterging. Ah, genau. Da ist noch ein Weg. Da führt ins Nichts. Und der Weg hier führt auch nur auf den alten Pfad zurück. Ah, wo ich dann auch wieder... keine Ahnung, runterjumpen könnte, was auch immer. So, da habe ich mir... Genau, das habe ich ja alles schon gemacht. Das bringt ja nichts. Und hier komme ich auch wieder zurück, wo auch kein Mensch jetzt hin will. Ist wahrscheinlich auch ein Shortcut für später. Ja, gut, alles klar. Wenn ich das dann richtig jetzt verstanden habe, ist eigentlich nichts mehr hier, außer hier der Weg. Und deswegen gehen wir mal hier in der Heilige Schrein, oder? Oder wie das Ding auch immer heißt. Höhlen. Ja, gut, alles klar. Und an dieser Stelle machen wir dann im nächsten Part weiter. Ich freue mich schon tierisch drauf und sage bis dann, habt einen schönen Tag, haut rein, ciao.